Guten Tag, Sally. Hi. Sagt Ihnen der Name Sir Egmont etwas? Sir Egmont? Klar. Wirklich? Wer ist das? Warum wollen Sie das wissen? Ich brauche die Information für meine Ermittlungen. Und was wäre, wenn ich sie Ihnen nicht gebe? Was soll das? Raus mit der Sprache. Eine Hand wäscht die andere, finde ich. Sie als Bulle können mir doch bestimmt einen kleinen Gefallen tun. Mein Bruder Rupert hat ein Problem mit Strafzetteln. Vielleicht könnten Sie... Ich bin nicht bei der Verkehrspolizei. Sagen Sie mir, wer Sir Egmont ist. Oder die Strafzettel Ihres Bruders sind Ihr kleinstes Problem. Sie können mich nicht zwingen. Ich sage gar nichts, bis Sie mir nicht auch geholfen haben. Wie heißt denn Ihr Bruder? Rupert Wood. Ich schaue mal, was sie machen lässt. Vielleicht kann ich sie austricksen. Kennen Sie Bates Vornamen? Was? Nein. Lucifer vielleicht. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist gerade so fern. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Guten Tag, Sally. Hi. Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? Die Strafzettel sind weg? Das ging ja schnell. Wo wohnt denn mein Bruder und wie alt ist er? Woher soll ich denn das wissen? Wenn Sie sich wirklich um die Löschung der Strafzettel gekümmert hätten, wüssten Sie so etwas. Ich helfe Ihnen nicht, bis Sie meinem Bruder nicht geholfen haben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Am Sockel dieser Figur ist nicht wirklich was zu erkennen. Nur ein vertikaler Strich. Soll das eine römische 1 sein? Am Sockel der Figur ist eine römische Zahl eingeritzt. Die 19. Am Sockel ist XX eingemeißelt worden. Entweder fehlt noch ein X, um vor der Unzüchtigkeit der Figur zu warnen, oder das ist die römische 20. Meist die Nymphen tragen die Zahlen 1, 18, 19 und 20. Alles zusammen wäre 58. Aber das bringt mich symbolisch überhaupt nicht weiter. Was hat diese Zahl mit der Eselsbrücke zu tun? Vielleicht repräsentieren die Zahlen Buchstaben aus dem Alphabet. Was hätten wir da? A, R, S, T. Rast. Star. Ja, natürlich. Ein Stern ist das Symbol. Können Sie mir sagen, woher Sally stammt? Ihre Familie besitzt einen Bauernhof in Sussex. Zumindest hat sie das gesagt. Zweifeln Sie daran? Nicht wirklich.
Ihr Benehmen und Ihre Ausdrucksweise stammen eindeutig aus dem Stall. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Wissen Sie, woher Sally stammt? Ach, da fragen Sie mich etwas. Sie stammt von einem Bauernhof. Ihr Bruder hat den Hof von ihren Eltern übernommen, soweit ich weiß. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo der Hof ist. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ich habe gerade keine wichtigen Fragen an Sie. Guten Tag, Sally. Hi. Die Sache mit den Strafzetteln ist erledigt. Was sagt Sir Egmont dazu? Verschaukeln Sie mich etwa? Wie alt ist mein Bruder und wo wohnt er? Die Löschung lief über das Büro in Sussex. Wie alt Ihr Bruder ist, weiß ich nicht, ist aber auch egal für die Löschung. Dann fragen Sie Ihre Kollegen dort. Ich will sicher sein, dass Sie sich um meinen Bruder gekümmert haben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Ich gönne ihm ein paar Minuten. Versuchen wir es. Hallo? Auskunft? Verbinden Sie mich bitte mit Rupert Wood in Sussex. Ja, ich warte. Mr. Wood? Mr. Rupert Wood? Sie haben eine Schwester namens Sally? Ja, mein Name ist Inspektor Falk. Ich rufe im Auftrag der Verkehrspolizei an. Ja, ganz ruhig. Nein, hören Sie. Nein, ist sie nicht. Es geht um Ihre Strafzettel, Sir. Es scheint hier einen Formfehler zu geben. In Ihrer Akte steht, Sie wären 99. Das kann ja wohl nicht stimmen. 34. Ja, das habe ich mir gedacht. Hören Sie, ich werde die Akte löschen, in Ordnung? Ihre Strafzettel haben sich damit erledigt. Ja. Ja. Kein Problem. Auf Wiederhören, Mr. Wood. Rupert Wood, 34, aus Sussex, glaubt nun, seine Strafzettel hätten sich in Luft aufgelöst. Hoffentlich glaubt das auch seine Schwester. Guten Tag, Sally. Hi. Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? So, wo wohnt denn mein Bruder? Und wie alt ist er? Rupert Wood, 34, wohnhaft in Sussex, hat ab sofort keine Strafzettel mehr. Sie sind ein Schatz. Halten Sie die Klappe und sagen Sie mir endlich, wer Sir Egmont ist. Hier ist er. Frühstücksflocken? Sir Egmonts feines Frühstücksflocken. Das ist Bates Lieblingsmarke. Sie sind sehr weich und leicht zu kauen. Clever. Und was hat der alte Kerl da an seiner Uniform? Ein Orden in Form eines Kreuzes. Das ist es. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Thank you.
Die Dokumente beweisen, dass Bates mein... Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Ein gefundenes Fressen. Ich glaube, ohne das komplette Tag... Ich gönne ihm ein paar... Also, Frederick Arthur Gordon, wo bist du? Ah, hier ist er. Frederick hatte 4 Schwestern und die älteste hörte auf den schönen Namen Rose. Der Name der ältesten Schwester vom alten Frederick Arthur lautet Rose. Die Rose. Der Name der ältesten... Möglich, dass Bates in einem Krankenhaus besser aufgehoben wird. Das Fenster geht in Richtung Schlosstor. Ich sehe die Treppe, die Bäume, nichts von Interesse. Adressiert ist er an Mr. Bates, Black Mirror Castle, Willow Creek. Wenn schon nicht auf dem Umschlag Bates voller Name steht, vielleicht dann wenigstens im Schreiben? Es ist eine Rechnung für einen Grabstein. Wie von ihm gewünscht, gefertigt, bla 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 bla. Inschrift lautet Edward Bartholomew Bates. Seine Pflicht kennen und danach handeln. Das ist die Hauptsache. Edward Bartholomew also. Seltsamer Name. Und auf was für ein Symbol deutet er hin? Bates hat seinen eigenen Grabstein bestellt. Ich finde das sehr geschmacklos. Sein Vorname lautet Edward Bartholomew. Ich habe keinen Schimmer, auf welches Symbol das hindeutet. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Gerade so fleißig. Ich gönne ihm ein paar. Sagen Ihnen die Namen Edward oder Bartholomew etwas? Haben Sie eine Bedeutung?